Discounts kommt noch, und ich verspreche euch 40 ganz, ganz spannende Minuten. Man darf nicht vergessen, der KAC fast immer mit einem Mann mehr auf dem Eis. Der Schiedsrichter Parkirchen hat sich gleich einen roten Dress anziehen können, denn er pfeift also in Eiding fast ganz klar für die Klagenfurter. 15 Ausstellungen bereits beim VSV, obwohl das Spiel völlig fair verläuft. Aber was soll man machen? Die Klagenfurter momentan also im Vorteil. Auch wir hatten natürlich unsere Chancen. Die erste überhaupt in diesem Spiel nach einer Minute 42. Solo von Fuzzi Patrick. Mack hat gehalten, dann ein schweres Foul von Sulzer gegen Raffel Hakens, ein Solo von Raffel damit gestoppt, der Penalty wurde aber vorenthalten und wie gesagt, Kuder hat dann auch einige Male schön gerettet, er hat nicht nur Fehler gemacht, wie der Wille das gesagt hat. Jetzt bald der KAC, jetzt im Angriff mit Powerplay und mit dem Will. Ja, und der gute Donner hat erzählt von mehreren VSV-Chancen, es war überhaupt nur eine Chance und jetzt haben wir vielleicht die Möglichkeit, Dave Schent hat auf die rechte Seite gespielt, wo Rudi König aufgetaucht ist von Toitano, gut ausgesehen, eine Riesenmöglichkeit, wir haben sie eingeschnürt, jetzt der Pass vor das Tor auf, endlich ein Tor! Der regierende Eishockey-Superstar hat das 3:0 für den KAC die Kärnten erzielt. In der zweiten Minute, nach einer Minute und 8 Sekunden im zweiten Drittel, führt der KAC die Kärntner gegen Villers VSV. Bravo, bravo, bravo. 3:0. Reporter? Nein. Der VSV ist nie am Boden. Und der Aber der Donau vielleicht? Nein, überhaupt nicht. Wir sind numerisch überlegen.